Ja, man muss sich vorstellen, man muss sich Kinderprostitution leisten können. Es ist ja nicht günstig. So, das sind schon Leute, die Geld haben. Aber ich denke, was wir manchmal nicht hören möchten oder woran wir nicht denken, ist, wer ist da überhaupt mit involviert? Das sind ja, es sind Politiker, es sind Richter, es sind Polizeikommissaren, Oberärzte, es sind Leute, die gesehen werden als ganz respektvoller Menschen, die nicht immer so respektvoll leben, als wie sie sich darstellen. Also das klingt ja schon fast unvorstellbar. Das klingt unvorstellbar. Gut, aber du hast es mit erlebt, gesehen. Danke. Also Kinder, die das nicht körperlich überstanden haben oder die wahrscheinlich sowieso dann sterben würden durch die Grausamkeiten, die verschwinden. Wahnsinn. Das ist die Seite von Kinderprostitution, die es so schwierig macht, für Leute, die es überleben, darüber zu reden, weil man sieht Sachen, die man kann nie wieder ungesehen machen, das, was man schon gesehen hat. Man kann es nicht vergessen. Das sind Sachen, die vergisst man nicht. Und die Menschen, die werden, ihr werdet gesehen, ihr werdet gehört und ihr werdet gesehen. Und ich glaube, es hat eine Zeit weltweit begonnen, wo das Schweigen darüber langsam oder wo das Schweigen gebrochen wird. Ja. Das ist das Problem, wenn wir alles schweigen. Wie Ja. werden derjenige, die beteiligt sind, wissen, dass da ein Ausweg ist? Ich würde ja gerne von dir die Adresse bekommen, von so einem Haus. Ich wüsste aus menschlicher Sicht, aus rein menschlicher Sicht, und das sage ich als Mensch, auch als Pastor, das wüsste ich, wie ich aus menschlicher Sicht mit sowas umgehen würde. Ja, aber. Ich könnte dich die Adresse noch nicht mal sagen. Nein, aber das ist, es ist wirklich, und das ist ja genau dieser, das ist wahrscheinlich auch genau dieser Punkt, das Unvorstellbare, dass Gott selbst solche Menschen liebt. Weil ansonsten könntest du ihn nicht vergeben oder hättest du ihn nicht vergeben können. Das ist eigentlich auch ein fast unglaublich. Ja, ich denke, man muss verstehen, was ist Vergebung. Wenn ich vergebe, sage ich nicht, das war okay. Das muss ich erstmal verstehen. Wenn ich sage, ich vergebe derjenige, die mir das alles angetan haben, dann sage ich nicht, ich bin damit Ja. einverstanden. Ja. Was ich sage ist, dieser Schmerzen haben keine Macht mehr über mich. Genau, ja. Von dieser Schmerzen bin ich jetzt frei. Wow. Und das war das, ja. Wow, ja. Und das ist wichtig, weil ohne Vergebung gibt es nicht wirklich Freiheit. So, unser normaler Alltag, weil ich hab noch eine Schwester, sie ist ein bisschen älter als ich. Und unser normaler Alltag war einfach, wir sind durch das Haus von meinem Onkel gefahren worden und da kamen wir zusammen, sag mal, als ein Familienfeier. Meine Tanten, Onkel waren da, meine andere Tanten und Onkel kamen, meine Opa und Oma waren da. Von einem meiner Onkeln, deren besten Freund und dann natürlich auch meine Eltern. Und wir haben da alle zusammen einfach im Wohnzimmer gesessen. Wir haben als Familien einen Pornofilm geguckt. Dann nach dem Film, dann bin ich zu einem Zimmer gebracht worden. Meine Schwester durfte dann im Meisterschlafzimmer, das Schlafzimmer von meinem Onkel und Tante. Und ja, dann fing das Missbrauch an. Es hat so ungefähr angefangen. Dann waren meine Schwester 2 und 3. Ich war 2, sie war 3 oder so. Und es hat damit angefangen, dass meine Mutter hat uns zu einem Arzt gebracht, weil eigentlich Kinderkörper ist ja nicht geeignet für Missbrauch. Das kann ja ganz viel Schade bringen. Und dann hat sie uns zu einem Arzt gebracht. Und dieser Arzt hat mit so einem Metallding, ich weiß nicht, wie das heißt, so alles ein bisschen aufgereckt, damit die Schade so gering bleibt. Und ich weiß noch, dass es später, ein paar Jahre später, dann haben die auch mit unseren Gebärmutter etwas gemacht, damit den Chance, dass wir sogar schwanger wurde, einfach immer geringer wurde. So, und meine Mutter hat meine Schwester wirklich, wirklich geliebt, aber mich nicht unbedingt. Das war auch ja nie ein Geheimnis. Deswegen hat sie meine Schwester ein bisschen geschützt. So, da muss man sich vorstellen, da waren dann so, sag mal, 6, 7 Männer da.
Und dann zwei dürfte zu meiner Schwester, die andere musste dann zu mir. Und das war dann so ein bisschen, ja, den Art, in wem meine Mutter ihre Liebe zu meiner Schwester gezeigt hat. Dass sie deine Schwester vor mehr Männern verschont hat, also ja, und nicht ganz so viele zu ihr. Genau. Sind die, also das lässt einen nicht, das fällt mir schwer, das einfach so weiterzumachen. Wir gehen ja einfach mal weiter in dem Gespräch. Das ist heftig. Mhm. Was geht da als Kind in einem irgendwie ab? Also das heißt, du sagst, das ist normal. Also das war für euch normal, aber das ist ja nicht normal. Was Nein. denkt man als Kind? Weiß, okay, ja, es ist nicht normal, aber was ist normal? Mhm. Normal ist, was man als Kind geformt wird, anzunehmen als Normalität. Mhm. Wenn man in einem Familien groß wird, wo jeder immer rumschreit, dann ist das Rumschreien normal. Ein Kind geht dann zur Schule und denkt, Rumschreien ist normal, das machen wir zu Hause. Und ich denke, das ist das Gleiche mit alles. Man gewöhnt sich an das, was ständig wieder passiert. Auch wenn da eine Masse von Geheimnis hintersteckt. Ich meine, es ist ja auch nicht so, als ob die dann gesagt haben, ja, erzähl dies deine Freunde oder sowas natürlich nicht. So, man wusste schon, irgendetwas ist nicht in Ordnung, aber das ist unser Leben. Das ist es. Und Wahnsinn. Man hat eine bestimmte Erwartung. Man weiß genau, sobald wir im Auto steigen, okay, das kommt auf uns zu jetzt. Das ist es. Unvorstellbar. Das ist unvorstellbar. Also Cindy, die Normalität, ab welchem Alter hat das angefangen? Du sagtest ab zwei? Ab zwei, ja. So ab zwei, dann hat das mit dem Arzt angefangen und es war einfach so. Es hört sich doof an, aber es war einfach so. Haben deine Eltern irgendwie euch vor irgendwas gesagt? Also das erste Mal, ich meine, mit 2 Jahren versteht man ja auch noch nicht so viel oder versteht man ja gar nichts davon. Haben die irgendwas gesagt oder einfach weggefahren und dann ging es in die Prostitution hinein? Nein, der Prostitution kam erst später. Das war nur innerhalb unserer Familien. Ah, okay. So, wir waren zwei, meine Schwester war drei und das war erstmal nur eine Familienangelegenheit bei meinem Onkel zu Hause. So, das war wirklich nur eine exklusivere Gruppe. Das waren mein Vater, mein beiden Onkel, mein eine Onkels bester Freund, mein Opa, aber keinen Außenseiter. Natürlich alle Frauen waren ja auch dabei. Aber es war noch nicht das, was mit der Prostitution, das kam erst später. Gut, das wäre dann das Nächste, was du ja gesagt hast, was du auch gerne, was heißt gerne, was du bereit bist zu erzählen, dann bist du irgendwann in die Prostitution verkauft worden. Ja, mein Opa ist gestorben. Und wenn mein Opa gestorben ist, dann war es für meine Oma eine richtig harte Zeit. Sie hat meinen Opa geliebt über alles. Und sie wurde dann selber auch richtig, richtig krank. Aber wie ich vorher schon sagte, meine Mama hat nie ein Geheim davon gemacht, dass sie mich nicht unbedingt liebt. So, es war die einzige Person in meinem ganzen Leben, von wem ich wirklich das Gefühl hätte, sie zeigt mir Liebe, sie liebt mich, war meine Oma. Und ich weiß noch, dass während das Missbrauch stattfand, das ist dann, meine Oma war nachher, so dann, wir waren missbraucht und dann, meine Oma nahm mich nachher dann immer im Arm. Und sie hat mir geküschelt und sie hat mir immer ins Ohr geflüstert, es wird nicht immer so bleiben. Und ich habe an diese Wörter gehalten, wie an nichts anderes. Wie das aussehen würde, keine Ahnung. Aber ich wusste einfach, meine Oma hat mir versprochen. Und wenn man von keiner im Arm genommen wird, wenn keiner dich jemals sagt, ich liebe dich oder irgendetwas Schönes, es war nur meine Oma. Diese Frau war mein Held. Es war egal, dass sie dabei war, dass sie wusste, was passiert. Und für mich, sie war mein Held. Meine Mutter war eine grausame Frau, die mich gestraft hat in Wegen, wo man nicht drüber nachdenken möchte. Aber es war dann immer meine Oma, die nachher meine Wunde versorgt hat oder so. Und meine Oma war mein Held. So war es einfach. Aber sie war dennoch immer dabei und hat nichts dagegen aktiv unternommen. Ja. Nein. Nein, aber ein Kind, was von niemandem Liebe kriegt, dann auch wenn eine da ein Teil von ist, aber diese Zuneigung gibt, dieses Gefühl gibt, man,
für ihr war ich etwas Besonderes. Ich weiß noch einmal, dass ich hatte etwas gemacht, ich weiß nicht mehr, warum ich, ich weiß es noch, ich hatte nicht gut mitgearbeitet mit das, was mein Onkel und ein anderen Mann da machen wurde, und ich habe dann sie irgendwie genervt, wurde geschlagen, wurde in einen Teppich gerollt. Das Teppich wurde mit einem, wie sagt man das, ein Tau, ein Seil, ein Seil festgebunden, ja. Und ich wurde über das Balkon geschmissen. Und dann hängt man da, und ich war vielleicht 5, 6 Jahre alt, keine Ahnung. Ich hatte sowas von ein Angst, und das war nur, weil die wollten mir in dem Sinne lernen, hey, so geht man nicht mit uns um. Wenn wir was sagen, dann machst du das. So, ich bin darüber geschmissen, man fällt runter, und dann in eine, dann hält das Seil und man hängt da. Ich hatte einfach Angst. Ich habe geweint, aber ich habe mich auch in die Hose gemacht. Die haben mir nach einer Weile wieder hochgezogen, Teppich rausgerollt, und was sehen die da, all dieser Dreck. Die sind so sauer geworden, die haben meine Mutter gerufen. Meine Mutter wurde so sauer auf mich. Die hat eine Bierflasche vom Wohnzimmer genommen, hat es kaputtgeschlagen und in meine Hinterseite gedrückt. Natürlich, das tut weh, da sind Glasscherben, dann war es meine Oma. Dann war es meine Oma, die gekommen ist, die hat mir mitgenommen ins Badezimmer, die hat mich erstmal gewaschen, meine Hintern sauber gemacht, den Glasscherben rausgezogen. Für mich, das war der größte Liebe, die ich jemals bekannt hatte. Mhm. Wenn man nichts anderes kennt und jemandem gibt sich so Mühe, dass obwohl alle anderen sowas von stinkesauer sind, und nimmt das Risiko, dass andere sagen, ey, was machst du, lass sie jetzt eben. Aber nein, sie hat mich wirklich versorgt. Sie hat mir geheilt. Sie hat dann, weißt du, die nicht nur die Glasscherben rausgeholt, aber es wirklich mit einer Creme eingecremt, und sie war mein Held. Also sie war da für dich. Dieser Lichtblick, da ist jemand da, der mich irgendwie versteht oder zumindest abholt. Cindy, also mir fällt es schwer, bei diesem Thema hier entspannt zu sitzen. Das ist Wahnsinn. Sorry. Nein, das ist, du brauchst dich ja gar nicht dafür zu entschuldigen. Ich glaube, das ist, also, ihr Lieben, das geht unter die Haut. Also, ja, das geht wirklich unter die Haut. Cindy, du schweigst darüber nicht. Nein. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich sehr gut. Dieses Thema lässt in einem selber, das lässt Wut in einem hochkommen. Ich meine, ich als überzeugter Christ, du ja auch als überzeugter Christ, das lässt Wut in einem hochkommen. Da kommen wir nachher noch zu, wie du da vielleicht umgegangen bist. Dann bist du in die Prostitution irgendwann verkauft worden. Wie ist das gekommen? Das ist ja nochmal eine Steigerung von dem, was da war. So, ich habe immer das Gefühl gehabt, meine Oma hat mir noch eine Masse von beschützt. Sie hat mir immer gesagt, es wird nicht immer so bleiben. Und dann kam der Zeit, dass es meiner Oma so schlecht ging, sie ist ins Krankenhaus gelandet. Und sie war nie wieder da. Mein Opa war schon weg. Jetzt war meine Oma weg. Und wie gesagt, normal ist das, was man immer wieder bekommt. So, da war eine Masse von Normalität, wenn wir bei meinem Onkel zu Hause waren. Aber dann kam der Tag, meine Oma war nicht mehr da. Sie war schon ein paar Wochen nicht mehr da. Und dann Normalität wurde unterbrochen. Wir waren da, ich war in meinem Schlafzimmer, meine Schwester war in der Schlafzimmer von meinem Onkel und Tante, und in einer hat der Türbell geklingelt. Und es hört sich doof an, ich weiß nicht, ob die Klingel abgestellt hatten bevor oder was auch immer, aber die Türbell hat noch nie geklingelt da. So, und dann war da, der Türbell kam, niemandem kam zu uns, und dann war da irgendwo so eine Stille, wir wussten nicht, was ist jetzt los. Ich war 9 Jahre alt, das heißt, meine Schwester war 10 oder 11. Und dann in eine fing es an, das wurde ein bisschen lauter. Und ich hörte nur 2 Stimmen, der von meiner Mutter und der von meinem Onkel. Und meine Mutter ist richtig sauer geworden. Und dann habe ich mich an die Wörter von meinem Oma erinnert. Und ich habe gedacht, sie hat es gesagt. Es wird nicht immer so bleiben. Und dann habe ich gedacht, jetzt wird der Zeit. Jetzt passiert da etwas, weil meine Mutter hat geschrien, dann hat mein Onkel geschrien und keine Ahnung, was da los war, aber man hat es gespürt. Da irgendetwas ist da passiert. Und dann in eine kommt meine Mutter den Flur entlang und sie geht zu meinem Schwesters Zimmer. Naja, wir sind beide nackt. Sie in einem Zimmer, ich in den anderen Zimmer. Und ich höre sie zu meiner Schwester sagen, hey, zieh dich an, wir gehen jetzt. Und ich denke, das ist es. Das ist die Befreiung, und jetzt ist es für alle. Jetzt kommt. Meine Mutter wird kommen. Okay.
und sie wird zu mir das Gleiche sagen und wir gehen raus. So, ich habe schon meine Unterhose genommen, ich habe meine Unterhose angezogen und bin auf die Suche nach anderen Sachen und dann in eine kommt meine Mutter vorbei, mein Zimmer mit meinem Schwester in die Hand, ihre Tasche über die Schulter, zieht sie weiter und schaut mich noch nicht mal an, schaut nicht in mein Zimmer rein. Und ich weiß noch, ich bin in meinem Unterhose den Zimmer rausgegangen, über den Flur im Wohnzimmer und ich habe geschrien, Mama, bitte, Mama, geh nicht. Weißt du, du kannst mich doch nicht hier lassen, nimm mir mit. Aber sie hat mich auch nicht einmal sich umgedreht. Sie ist mit meinen Schwester dann aus den Vortür rausgegangen und ich habe mich umgedreht und habe dann erst all diese anderen Männer gesehen. Und ich hatte, das war für mich neu. Ich kannte diese Männer nicht. Die haben mir alle so komisch angeguckt. Man steht da als Neunjährige, nur in Unterhose. Und ich weiß noch, dass in dem Moment durfte ich zum ersten Mal in das Schlafzimmer von meinem Onkel. Die haben da Kameras aufgestellt. Ich wurde von allen Männern zu gleicher Zeit missbraucht. Die haben das aufgenommen. Ich habe irgendwo das Bewusstsein verloren. Mein Körper war so eine Menge von Gewalt einfach nicht gewöhnt, konnte auch nicht unbedingt damit umgehen. Und ich bin dann irgendwann aufgewacht und war bei mir zu Hause in meinem Bett. Und mein Vater saß in einem Ecke. Und er saß einfach da, er hat nichts gesagt. Und er hat eigentlich die Rolle von meiner Oma übernommen. Er hat anscheinend tagelang da gesessen. Mein Körper war völlig kaputt. Er hat meine Wunde versorgt. Da war ein Arzt, die ist gekommen, die hat unterschiedliche Medikamente gebracht. Und ich meine, Gott sei Dank, ich habe es überlebt. Und seitdem war es wirklich mein Vater, an dem ich gehalten habe. Obwohl er derjenige natürlich war, die genauso mir missbrauchte als alle anderen. Aber einfach die Idee, ich meine, er ist wirklich nicht von meiner Seite gegangen. Jedes Mal, wenn ich meine Augen geöffnet hat, der saß da in meinem Zimmer, hat mir ein bisschen zu trinken gegeben, hat meine Wunden gecremt, hat mir versorgt. Das hört sich ja schon fast paradox an, also zwiespältig. Ja? Für mich kommt da in den Sinn das Wort Verräter. Ja, es ist ja im ganz klar gesagt, es ist ein Verräter. So, ein Kind nimmt sowas anders auf. Ne? Hast du da nie dran gedacht, Mensch, der ist da, der könnte mir helfen? Nie im Leben. Ich musste wirklich als Erwachsenen lernen, dass ich so beide meinen Oma als meinem Vater die Verantwortung geben müsste. Weil für mich, das waren meine Helden. Ich habe auch nie erlaubt, dass jemandem etwas Böses über meinen Vater sagen würde. Ich habe diesen Mann geliebt ohne Ende. Und ja, das hört sich paradox an. Aber mein Gott, der hat mich, ich wusste ohne Zweifel, mein Vater liebt mich. Das konnte ich von meiner Mutter überhaupt nicht sagen. Ich wusste ohne Zweifel, meine Mutter hasst mich. Vor allem, weil mein Vater mich so liebt. Aber ich denke, jeder Mensch möchte nur eine Sache in dem Leben, angenommen und geliebt zu werden. Und das habe ich wirklich von meinem Vater bekommen. Also da muss ich sagen, da fällt mir nur das Wort Wahnsinn ein. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt sitzt du hier, erzählst diese Geschichte frei. Das fällt schwer. Was ist dann passiert? Du bist da Gott sei Dank, nicht mehr drin, bist eine erwachsene Frau. Mit 9 Jahren war das, also Missbrauch von 2 bis 9, ab 9 dann Prostitution. Wie viele Jahre ging das? Wie lange? 6 Jahre. 6 Jahre? Ja. Man muss sich vorstellen, Kinderprostitution, da möchten die Männer Kinder haben. Ich war ein ziemlich Frühentwickler, so ich sah schon mit 13 nicht mehr so unbedingt als Kind aus. Und das ist natürlich weniger attraktiv. Viele Kinder, die werden nie leben, um die Geschichte zu erzählen. Aber es waren mein Onkel und mein Vater, die das alles geführt haben. Mein Onkel war richtig in dieses Kinderprostitution hoch einbezogen. Mein Vater war eher so sein Sidekick. Aber weil es eine Familie war, habe ich es
bin ich rausgekommen. Mhm. Mit 15, ich war einfach nicht mehr attraktiv mhm. genügend. Also du warst nicht mehr Kind. Ich war nicht mehr Kind. Du warst schon weiterentwickelt als junge Frau und das war für diese... Ja. Für dieses Klientel nicht mehr attraktiv genug. Okay, dann bist du ja. Und dann würde man denken, dann ist man doch unheimlich dankbar, dass man aus dieser Szene raus ist, dass man es lebendig rausgeschaut hat. Aber so funktioniert es gar nicht. Okay. Weil man ist 15, man kennt nur Missbrauch, man ist da völlig akzeptiert, man weiß, wer man ist, man ist darin trainiert. Das ist für jemanden die Identität. Und dann nein, das Einzige, was immer geklappt hat, dafür bist du jetzt nicht mehr gut genügend. Mhm. So, Mama möchte dich nicht. Ich bin aus der Schule rausgeflogen, weil ich war ja einfach nicht oft genügend da. Mhm. Und jetzt darf ich auch das nicht mehr machen, was das Einzige ist, wo ich weiß, wer ich bin. Mhm. So, was ist dann übrig? Was hat man denn noch? Mhm. Wenn ich sogar das nicht mehr bin, wer bin ich denn noch? Mhm. Was habe ich denn noch? Mhm. Das war wirklich eher so ein Tiefpunkt als ein Höhepunkt in meinem Leben. Man geht von, okay, das ist mein Leben, zu, was habe ich noch? Und so bin ich dann in Heroine verfallen. Das war mit 15 dann, mit 15 in Heroin rein. Das ging dann wie lange? Da hast du dich letzten Endes durch Heroin aufgefangen in dem Sinn oder dich deine inneren Schmerzen betäubt? Wie lange ging das dann? Mit 15 habe ich angefangen, mit 23 bin ich in ein christliches Programm gelandet und da habe ich Jesus kennengelernt und das war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Mhm. Aber damit hat mein ganzes Leben sich geändert, nicht nur mein Drogensucht. Okay, was ist da, erzähl davon, was ist da passiert? Ei, als Drogenabhängige hat man nur ein Leben. Drogen, ja. Drogen und Drogen und Kriminalität, weil das braucht man vor den Drogen. Und ich wohnte zusammen, in den letzten Jahren lebte ich zusammen mit einem Mann, wie Bonnie und Clyde, man braucht einander, man muss ständig etwas bedenken, damit man Geld verdient, klauen, rauben, Einbrüche, was auch immer, man macht, was man machen muss. Und wir waren natürlich ganz oft auf die Straße, das, wo die Junkies und die Dealers einander treffen und ihren Deals machen. Und dann kam da eine von einem Tag auf den anderen eine Gruppe, noch nicht mal eine Gruppe, es war eher so ein Ehepaar. Und die standen ständig zwischen die Drogenabhängige. Und dann sagte der Mann eines Tages, hey, ich bin hier gekommen, ich möchte dir etwas sagen. Ich war früher auch Drogenabhängige. Dann hatte ich schon ein bisschen Aufmerksamkeit. Der war ein ziemlich stetiger, großer Typ und sah eigentlich erstmal an wie ein neuer Dealer. So, ja, das bringt schon Interesse. Aber wenn er dann das gesagt hat, dann denkt man schon, okay. Und dann sagte er, aber Jesus hat mir befreit. Dann ist natürlich von uns aus die erste Frage, hey, wie lange warst du drauf, was hast du benutzt? Da hat er uns gesagt, er hat nur Weed geraucht, so nur gekifft. Wenn man heroinabhängig ist, dann nimmt man das nicht mehr ernst. Weißt du, weil Kiefen, das war für uns so etwas von okay. Also es war wie ein, das hat man gar nicht mehr gemerkt. Nein, sondern hat man ihm auch ja stehen lassen. Aber die haben uns nicht stehen lassen. Und die sind jeden Tag aufgetaucht. Aber der Junge, mit dem ich zusammen war, ich hatte noch nie etwas mit Christentum zu tun. Ich hatte noch nie eine Bibel in der Hand. Ich wusste gar nichts. Hast du den Namen Jesus auch zum ersten Mal so gehört, dass das jemand sagt, dass das was Reales ist? Oder? Ach, wahrscheinlich habe ich das irgendwann in der Schule vielleicht gehört. Meine Schule war so, wo der Evolutionslehre unterrichtet wurde. Aber bin mir fast sicher, da muss ja irgendwann mal der Name Jesus gefallen sind. Aber mein Interesse hat es nicht. Wenn die dann, mein Freund, die war christlich aufgewachsen, wusste ich aber nicht unbedingt viel davon. Ja. Und er hatte total Interesse, den Leuten anzuhören. So, wir haben uns gestritten ohne Ende. Ich brauchte Drogen, aber er wollte zuhören. Mein Gott, wir haben gekämpft. aber diese Leute haben wirklich nicht locker gelassen. Und dann hat mein Freund diese Leuten uns eine Adresse gegeben. Wir hatten da so ein Dachgeschoss, wo wir keine Miete zahlten, aber der Eigentümer musste uns rausprozedieren. Und das dauerte, so wir waren da illegal. Trotzdem hat er die Adresse gegeben. Und ich weiß noch, wir waren krank ohne Ende. Morgens früh haben die bei uns an der Wohnung geklingelt. Wollte mit uns über Jesus reden.
Mein Körper sehnt sich nach Heroin und nicht nach irgendeinem Wort der Erlösung. Ja, ja, ja. Und wir sind dann aus dem Dachgeschossfenster rausgeklettert. Mhm. Wir sind über das Dach gerannt, haben ein anderes Fenster aufgefunden, sind bei jemandem anderen in Wohnung reingerannt, runtergerannt, die Treppe runter, raus. Und naja, mit unserem kleinen bisschen Geld, was wir gespart hatten von Abend vorher, sind wir auf die Suche nach Heroin gegangen. Mhm. Und wer fährt uns entlang auf dem Fahrrad? Dieser Mann. Dieses Ehepaar. Ach, dieses Ehepaar. Er fährt auf dem Fahrrad, sie sitzt hinter. Und die sagten dann, ey, da seid ihr, kein Wunder, dass wir euch zu Hause nicht getroffen haben. Ihr seid schon draußen. Und ich, oh mein Gott, nein, oder? Aber wie gesagt, man macht ja unheimlich viel Blödsinn. Und es kam zu einem Punkt, dass derjenige, mit wem ich zusammen war, das Gefängnis reingehen müsste. Mhm. Und dann war die Frage natürlich, was passiert mit mir? Wieso, ja. Du warst alleine? Ich wurde dann alleine dann, ja. Übrig bleiben. Mhm. Und das war... Ich hatte immer jemanden gebraucht. Alleine war für mich nie eine gute Option. So, dann haben wir uns erinnert, hey, warte mal, die Christen, die hatten doch gesagt, wenn etwas passiert, dann dürften wir doch immer dahin kommen und dann könnten wir dann schlafen und okay, auf einmal war das wieder da, ja. Genau, ich habe dann gedacht, wie schlimm kann es ja sein? Ich habe das Programm nicht verstanden. Ich wusste überhaupt nicht, was bedeutet das. Ich habe nur gedacht, Kaffee morgens, warme Mahlzeit, ein Bett, um ihn zu schlafen, ist ja auch nicht verkehrt. So, er hat mich noch dann dahin gebracht, bevor er sich ins Gefängnis melden musste. Und ich war so high im Drogen. Ich habe keine Ahnung, was ich da alles unterschrieben habe. Anscheinend habe ich später rausgefunden, ich habe sogar das Sündersgebet gebetet. Aber das habe ich in dem Moment gar nicht mehr mitgekriegt. Und ja, er ging ins Gefängnis, ich ging ins Programm. Mhm. Und habe an Gott gar nicht geglaubt, hatte auch eigentlich es überhaupt nicht vor, irgendwie gerettet zu werden. Mhm. Bin aber den nächsten Morgen aufgewacht und nach 8 Jahren von Heroinabhängigkeit weiß man, was man erwarten soll. Mhm. Ein Entzug. Kaltentzug ist nicht schön. Mhm. Aber da kam nichts. Okay, also du hast seit wie lange dann kein Heroin genommen? Das war jetzt ein Tag. Das war ein Tag. Ich bin Montagmorgen gekommen. Hatte dann Montag eigentlich morgens ganz viel genommen, aber den ganzen Tag nicht. Mhm. Man weiß, was kommt. Mhm. Man bereitet sich darauf vor. Mhm. Dienstagmorgen gar nichts. Hm. Ich habe mir gedacht, die denken, ich bin irgendwie nicht, bin drogenabhängig, aber dumm bin ich ja auf gar keinen Fall. Die machen mir etwas in meinem Essen rein. Mhm. So, ich habe gesagt, nein, ich muss das Essen hier nicht essen. Okay. So, ich habe das Essen nicht gegessen. Mhm. Nächsten Tag noch immer keinen Entzug. Dann habe ich gedacht, weißt du was, ich schmeiße das in meinem Kaffee. Mhm. Dann habe ich gesagt, hör mal, wir machen das jetzt so. Mhm. Ich gehe in der Küche, ich hole mir ein Glas, ich wasche das Glas, ich gehe zum Wasserhahn, ich trinke Wasser. Mhm. Bei dem Wasserhahn können die nichts machen, nicht jeder ist drogenabhängig oder nicht jeder ist heroinabhängig. Und ich habe gesagt, wir werden sehen, wie hier sie nicht alle da hat. Mhm. Habe dann das wirklich einen Tag lang nur Wasser getrunken. Mhm. Immer noch nicht krank. Dann hatten die meine Aufmerksamkeit. Mhm. Ich habe es nicht verstanden, aber dann wusste ich, irgendetwas ist, steckt, ist da hier im Busch. Und ich habe es nicht mehr verstanden. Ich habe es nicht mehr verstanden. Und natürlich das Programm, es war keine Therapie, es waren keine Psychiater und Psychologen, die mit dir reden. Nein, es war wirklich, das ganze Programm bestand nur aus Gebet, Wort Gottes, Gebet, Wort Gottes. Gebet, Wort Gottes, das war's. Mehr hatten wir nicht. Hm. Und am Anfang wusste ich gar nichts, was fängt man jetzt damit an. Aber ich sah, wie Leuten um mich herum, Leuten, die ich von der Straße kannte, wie die sich änderte, ich nicht. Hm. Weil ich hab's nicht verstanden. Ich hatte ja kein Vertrauen in keinen Mensch. Wieso sollte ich Vertrauen haben in einen Gott, der ich noch nicht mal sehen kann? Mhm. Ich meine, ich wurde zu oft verletzt in Umständen, wo ich nicht sehen konnte, was da passierte. Aber ich habe Leuten gesehen, die kannte ich schon Jahre von der Straße. Und die wurden befreit von Drogen. Und nein, die hatten eine Freude in sich. Mhm. Mhm. Und ich habe es nicht verstanden. Mhm. Das ist das Einzige, was ich eigentlich wollte. Eine Freude, eine Friede zu haben, wie die das in einer hatte. Aber ich wusste nicht, wie kriege ich das hin. Ich habe mich ein bisschen doof da stehen gefühlt, weil
ich wusste nicht, wie bete ich, wie soll das denn aussehen? Und irgendwie in Luft zu beten, das war alles so komisch für mich. Aber ich bin geblieben für eine Weile. Bis zu einem Abend, ich lag oben, ich lag auf einer Matratze und in einem wurde mein Gesicht wurde ganz nass. Und ich habe gedacht, was ist das jetzt? Und dann merkte ich, diese Nassigkeit kommt aus meinen eigenen Augen und es hört sich doof an, aber ich konnte mich das letzte Mal nicht erinnern, dass ich geweint habe. Okay. Das Weinen habe ich glaube, aufgegeben, wenn ich 10 war. Es hat mir noch nie etwas gebracht. Wenn man weint, dann kriegt man Schlägen. Wenn man weint, dann sind die Konsequenzen sind es einfach nicht wert. Man hört auf. Und dann liege ich da, ich bin 23 Jahre alt und ich fange an zu weinen. Dann habe ich gesagt, oh nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich bin aufgestanden, habe meine Sachen noch nicht mal gepackt, habe nur meine Jacke angezogen und ich bin raus. Ich habe auch noch zu dem Pastor gesagt, weißt du was, nein, niemandem zwingt mir zum Tränen. Ich weiß, was dann kommt. Und ich bin gegangen. Das war, ich glaube, ich war dann schon 3 Monate da ungefähr. Ich bin rausgegangen und dann hat eine Frau mir eine Zigarette angeboten. Und ich habe seit meinem, ich weiß nicht mehr wann, ich habe immer geraucht. Im Programm darf man das nicht. Ich habe gesagt, rieche ich, als ob ich rauche? Und eine Frau, okay, es tut mir leid. Ich bin weitergelaufen, aber ich konnte nirgendwo hin. Wo soll ich hingehen? Ich kann ja nicht zu meiner Familie gehen. Ich kenne nur Drogensüchtige oder Dealer. Ich kenne Kriminelle, aber Freunde habe ich nicht. Ich habe niemanden. Was mache ich jetzt auf die Straße? Wo gehe ich hin? Der Wohnung, ich natürlich hatten wir jetzt nicht mehr. Ich war jetzt schon 3 Monate da drin. So, ich bin einfach rumgelaufen. Ziellos. Wirklich ziellos. Bin dann zu meinen alten, bekannten Orten gegangen und habe dann da eine Dealer getroffen. Es war so, ich glaube, 2 Uhr morgens. Später habe ich herausgefunden, dass der Frau vom Pastor und der Frau, die auf die Straße immer zu uns gesprochen hat, wurde genau um 2 Uhr vom Heiligen Geist aufgewacht. Und der Heilige Geist sagte, betet jetzt für sie, betet für sie, kämpfe für sie. Naja, ich habe die Dealer getroffen, der Dealer sagte mir, hey, weißt du was? Wir haben ein neues Haus, da kommt ganz Hammerzeug, kommt da rein von, ich glaube es war Marokko oder Afghanistan oder so. Sagt, aber wir brauchen jemanden, die muss das ausprobieren. Du kannst da den ganzen Tag rauchen, kostet dich nichts. Wir möchten das nur testen. Und ich schaue ihm an und ich sage, sehe ich zu dir aus wie ein Junkie? Und ich denke, ich verstehe mich selber nicht mehr. Es ist nur 3 Monate. 3 Monate, das war alles. Nur 3 Monate ohne Drogen. Aber eigentlich wusste ich, das Leben möchte ich ja auch nicht. Ich möchte kein Junkie sein, ich möchte keine Drogenabhängige sein, ich möchte kein Krimineller sein. Aber was möchte ich? Ich meine, erstmal habe ich mich identifiziert als Prostituierte, jetzt habe ich mich identifiziert als Drogensüchtige, aber wenn ich das, was möchte ich für mich? Wer bin ich? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann nirgendwo hin. Möchte nur nicht zurück zu das, was bekannt ist. So, was ist denn da? Dann kam ein Junge zu mir und der sagte, hey, was machst du hier auf die Straße, Mann? Ich sagte, gute Frage, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und der hat mir dann gesagt, weißt du was, warum gehen wir nicht etwas essen? Meine Cousine hat sein eigenes Restaurant. Ich habe gesagt, hallo, es ist jetzt, weißt du, 2:30 morgens, kein Restaurant ist auf. Er sagt, nein, 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 ich rufe ihm an, er macht das auch für uns, er kocht uns. Okay. Ich habe gesagt, okay, all right. Ein Angebot um 2:30 nachts. Ja, also so ein Angebot. Aber ich bin mit ihm mitgegangen. Ich hatte ja eh nichts. Und wir haben auch wirklich in dieses Restaurant gegessen. Er hatte komplette Wahrheit gesprochen. Aber dann nachher hat er gesagt, komm mit mir mit nach Hause. Er war ein Muslim. Ganz netter Junge eigentlich. Und dann hat er mich zu sich nach Hause eingeladen. Und da wurde ganz klar, was er eigentlich wollte. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, hör mal. Du holst dich um 2:30 nachts eine weltfremde Frau von der Straße und denkst, sie geht mit dir ins Bett? Was denkst du dich? Und du nennst dich ein gläubiger Mann? Ich sagte, weißt du was? Nein, so geht das gar nicht. Weißt du was? Eines Tages wirst du rausfinden, dass du ganz ja an Mohammed glauben, aber wenn du etwas brauchst, er wird dich nicht da retten. Guck mal, wie du jetzt lebst. Oh, okay, klare Worte von dir. Und er guckt mich an und dann habe ich, weil Teil vom Programm war Evangelisation, so ich hätte Flyer in meine Jacke. Ich habe ihm einen Flyer rausgeholt und ich habe gesagt, weißt du was, wenn du wirklich mal Hilfe brauchst und du hast Allah angeschrien und Mohammed angeschrien und du bist immer noch so leer wie vorher, dann schrei Jesus.
Jesus mal an. Mhm. Der wird dich helfen. Der hat mich angeschaut, als woher bist du jetzt runtergeknallt? Mhm. Der ist in seinem Schlafzimmer gegangen und hat gesagt, vergiss es. Und dann saß ich in seinem Wohnzimmer und ich habe gedacht, was kommt jetzt aus meinem Mund raus? Was passiert jetzt mit mir? Mhm. Und dann, ich hab da auf seinem Sofa ein bisschen geschlafen. Ich bin morgens um 5 aufgestanden, ich bin aus seinem Wohnung rausgegangen, habe unterwegs eine andere Dealer getroffen. Und der sagte zu mir, er sagte, hey, bist du immer noch in dieses Programm? Ich sagte, weißt du, ich bin gerade unterwegs zurück. Sobald das aus meinem Mund rauskam, habe ich das zum ersten Mal gehört. Ich dachte, wirklich? Ich bin unterwegs zurück? Mhm. Oh, das ist neu. Habe dann zu ihm gesagt, weißt du was, wieso kommst du nicht mit? Mhm. Ja, ich bringe dich dahin. Er sagte, ja bitte, ich brauche unbedingt Hilfe. Ich bin mit ihm zurück zum Programm gelaufen, er hat geklingelt, der Pastor kam runter. Ich sagte, hey, Pastor, der Mann braucht Hilfe. Er sagte, weißt du, geh zu deinem Schlimmer, ruh dich ein bisschen aus und ich rede mit ihm. Mhm. Und ich bin dann nach oben gegangen und dann habe ich wirklich zu Gott gesagt, weißt du, ich verstehe das alles nicht. Keine Ahnung, was du mir zu bieten hast. Ich bin mir noch nicht mal sicher, wie real du bist, aber etwas in mich hat sich geändert. Mhm. So, das war das erste Mal, dass du eigentlich aktiv mit Gott geredet hast. Also alles hast du bis dahin durchgemacht und das erste Mal an dem Punkt, genial. Ja. Weil ich wusste, weißt du, was ich gemacht habe in die 3 Monaten? Ich habe mich, weil ich kam mit Menschen nicht so gut zurecht. Mhm. Ich hatte kein Vertrauen den Menschen gegenüber. Ich hatte unheimlich viel Angst und das Letzte, was ich wollte, ist, dass Menschen sich Mühe geben, mit mir zu reden oder mir kennenlernen. So, ich wusste, die lassen mir in Ruhe, wenn ich da sitze mit meiner Bibel. Die haben mir eine Bibel gegeben. Und ich habe stundenlang am Tag das Neue Testament gelesen. Weil das haben mir die mir gesagt, na, wenn man Bibel liest, muss man anfangen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Fange erst mal da an. Am Anfang habe ich nur geguckt, dann kommen die rüber. Hey, ich sehe, du lest nicht. Ist da etwas in deinem Kopf, was rumgeht? Möchtest du reden? Nein, lass mich in Ruhe. Ich lese schon. Mein Gott. Und dann liest man ständig den gleichen Seite, weil, naja, weißt du, man weiß, man muss lesen, die Augen müssen sich bewegen. Hey, du bist schon lange Zeit auf den gleichen Seiten, ne? Möchtest du über die Bibel reden? Nein, ist schon gut, ich lese schon weiter. Aber das 3 Monate lang. Ja, okay. Was ich nicht wusste, ist das Wort von Gott. Das Wort Gottes ist lebendig. So, auch wenn ich nicht gebetet habe, ich habe das Wort Gott jeden Tag stundenlang zu mir genommen. Ich habe es nicht verstanden, aber trotzdem, Gott hat es nicht gebraucht, dass ich es verstehe. Gott hat noch nicht mal gebraucht, dass ich es als Wahrheit annehme. Ich habe es nur gelesen, 3 Monate lang, jeden Tag gelesen, nicht verstanden, trotzdem gelesen. Meine eigenen Motivation dafür, aber wenn ich gegangen bin, glaube ich, ist das, was in mir hochgekommen ist, ist es das, was Gott benutzt hat, um mir zu zeigen, aber das Wort Gottes ist lebendig. Was für ein wichtiger Satz. Da möchte ich einmal ganz kurz, dass wir das vielleicht mal in die Kamera reinrichten. Das finde ich so einen genialen Satz, Cindy. Das Wort Gottes ist lebendig. Es gibt kein Wort, was dich verändern kann, außer das Wort Gottes vom ewigen Gott, von Jesus Christus, der in diese Welt kam. Ich musste diesen Satz nur einmal aufgreifen. Ja, und das bestätigst du. Mhm. Das bestätigst du, du hast sowas durchgelebt. Okay. Ja. So, und dann weiter. Das ist interessant. Dann habe ich habe einfach zu Gott gesagt, ich war ganz ehrlich mit ihm, ganz ehrlich. Ich habe ihm gesagt, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wo soll ich anfangen. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit dir reden soll. Ich weiß noch nicht, wie ich reden soll. Mit Menschen. Wie soll ich denn reden mit dich. Aber etwas ist hier passiert und wenn ich hier bleibe, dann möchte ich dich wirklich, wirklich eine Chance geben. So, ich brauche dich. Ich brauche dich. Du musst mir helfen, weil ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und dann habe ich wirklich angefangen, auch wenn es nur ein paar Minuten hier, ein paar Minuten da waren, wirklich mit Gott zu reden. Wahrscheinlich am Anfang ganz respektlos, aber dennoch, Gott sagt, komm zu mir, so wie du bist. Ja. Und so war ich ja einfach. So war ich. Das war, was übrig war. Und ich habe ihm nicht unheimlich viel Zeit gegeben, aber ich habe ihm meine Zeit gegeben. Und nach und nach habe ich ihm mein Herz gegeben. Meine Zeit war einfacher. Wow. Aber dennoch.
Und ich denke, wenn ich die kleinen Schritten zu Gott gemacht habe, dann hat er immer mehr Schritte zu mir gemacht. Mhm. Und er hat angefangen, durch sein Wort zu mir zu reden. Mhm. In einer habe ich Sachen gelesen in der Bibel und ich habe es verstanden. Mhm. Oder nicht verstanden vom Herzen, aber vom Kopf verstanden. Mhm. Und so hat meine Beziehung zu Gott angefangen. Mhm. Und diese Beziehung, mein Gott, ist der wichtigste Beziehung in meinem ganzen Leben bis heutzutage. Weil ich weiß nicht, wo ich jetzt sein würde, ohne diese Beziehung zu Gott, ohne seine Liebe, bedingungsloser Liebe, ohne die Heilung, die er mir geschenkt hat. Was für eine Geschichte. Jetzt bist du verheiratet, ja. Du hast Kinder, auch 4 Kinder, wir haben auch 4 Kinder. Dein Mann ist jetzt nicht im Bild mit dabei, der sitzt hier nebenan, guckt zu. Einen großen Respekt, dass du diese Geschichte in die Öffentlichkeit hineinbringst. Ganz kurzer Abriss, dann du hast irgendwann deinen Mann kennengelernt, hast du eine Berufsausbildung gemacht, wie ist das weitergegangen? Nein, gar nichts, ich habe nichts gemacht. Ich bin ins Programm gekommen und mein Mann, ich habe den besten Mann der Welt, wirklich. Gott weiß genau, was wir alle brauchen und der war immer schon sein ganzes Leben ein Christ und er kam auch ins Programm, aber nicht das Drogenabhängige. Er kam ins Programm, weil Gott zu ihm gesprochen hat, dass seine Berufung lag ins Erreichen von Drogenabhängigen, zerbrochene Herzen, zerbrochene Lebens und dass er diese Leuten über Jesus erzählen soll und begleiten soll in Jungerschaft. Und dann ist er ins Programm gegangen, weil er dachte, wenn ich ja diese Leuten den Rest meines Lebens erreichen und begleiten soll, dann muss ich wissen, wie geht es diesen Leuten, wie soll ich da anfangen? Und so habe ich ihn kennengelernt. Der war in der gleichen Gemeinde, kam dann bei uns wohnen und ich hatte, wie gesagt, überhaupt kein Interesse in Männern, wirklich nicht. Das war das Letzte. Ich wollte nie verheiraten, nie heiraten, nie Kinder. Und man ist aber mit Gott auf so eine Reise. Und in dieser Reise brachte Gott immer mehr Heilung. Und ich weiß noch, eines Tages dann dachte ich, oh, aber eigentlich ist er ganz nett. Und eigentlich ist er total anders als alle anderen Männer, die ich jemals in meinem Leben begegnet habe. Und wusste nicht, dass er ein Jahr vorher schon zu unseren Pastoren geredet hat und gesagt hat, der Frau werde ich heiraten. Ich drehe mich gerade mal hier hin. Da kommt ein Lächeln hervor. Ja, wow. Und das, was mich nochmal interessiert, ist einfach dieser Punkt, wenn ich das als Außenstehender höre. Da hatten wir ja vorher auch kurz drüber geredet. Du hast gesagt, du bringst das nicht zur Anzeige. Also du möchtest das auch nicht, auch irgendwie aus Schutz, wegen Angst, dass da irgendwie, weil dieser Ring oder dieses Milieu ist ja immer noch aktiv. Das ist in Deutschland ein ganz aktives Thema. Kinder, Missbrauch, Pornografie etc. Das ist aktiv. So, was rätst du, was würdest du Menschen sagen, die sowas hören, die in sowas drin sind, die in sowas vielleicht selber Täter sind? Vielleicht gucken Täter zu, ich weiß es nicht. Vielleicht gucken Menschen zu, die sowas selber durchgemacht haben. Vielleicht diese beiden Dinge. Yeah. Menschen, die sowas machen und Menschen, die sowas durchmachen. Was würdest du... Das kann ich sehr schwierig sagen. Also aus deiner... Ja. Ich denke für derjenige, die selber drinnen sind, die Opfer sind, weiß, es gibt einen Ausweg. Wirklich. Das allererste Mal habe ich versucht, mein Leben zu nehmen, wenn ich 10 Jahre alt war. Weil ich nie dachte, es gibt einen Weg hier raus. Aber es ist eine Lüge. Es gibt einen Weg raus. Es gibt ein Leben, was dir alles geben kannst, was du dich wünschst. Freiheit, Friede, Freude, Hoffnung, Selbstwert. Es gibt einen Weg, aber es gibt nur einen Weg und der Weg ist Jesus. Der hat geschafft, was keine Arzt geschafft hat, was keine Psychologe geschafft hat. Jesus hat es geschafft, mit mir diese Reise der Heilung durchzumachen. Für derjenige, die Täter sind, eines Tages stehst du bevor Jesus. Eines Tages musst du dich rechtfertigen. Du machst so viel kaputt
in das Leben von Kindern, die noch nicht Maß gefragt haben, in dieser Welt zu kommen. Aber eines Tages stehst du für ein Gericht. Nicht hier auf die Erde, das wäre locker, das wäre einfach. Aber in die Ewigkeit. Ich würde nicht gerne in deine Schuhe stehen. Aber derjenige, der das mit mir gemacht habe, ich möchte, dass ihr weißt, wenn ihr es seht, ich vergebe euch, wirklich. Ich vergebe euch, nicht weil ich denke, es war okay, aber weil ich frei bin. Und meine Vergebung euch gegenüber ist meine Freiheit. Der Einzige, der jetzt Macht über mein Leben hat, ist Jesus. Und Cindy, du hilfst jetzt Menschen, die selber in sowas drinstecken. Ja, wir haben jetzt selber ein Programm. Ja, in Frankfurt, in Staudenheim haben wir ein kleines Haus, 21 Zimmer, ist vielleicht nicht so klein, wo wir wirklich die Leuten von der Straße helfen möchten. Wir helfen Leuten von Heroinabhängigkeit, Kokainabhängigkeit, Alkoholismus, Obdachlosigkeit, Prostitution und bieten die das gleiche Programm an, was mir damals so geholfen hat. Außerdem sind mein Mann und ich ja auch die Pastoren von unserer Gemeinde hier in Frankfurt. Was auch der Grund ist, dass ich nie, weil Sie haben vorher gefragt, habe ich eine Berufsausbildung oder so. Nein, so ich habe das, sobald ich Jesus ernst genommen habe, wusste ich, ich bin berufen für Vollzeitdienst. Mein Leben gehört jetzt Jesus. Und er ist der Einzige, für wen ich jetzt arbeiten möchte. So ja, wir haben das Vorrecht, andere Männer und Frauen zu begleiten aus der Finsternis im Licht, in Freiheit rein. Ja, wenn das jemand hörte, das hören muss und daran oder sollte oder musste, daran glaube ich, es gibt einen Weg raus, wie Cindy gesagt hat. Und es gibt nicht nur ein schönes Leben, es gibt Wiederherstellung, es gibt Heilung. Und das möchte ich dir sagen, dass ein Leben anfängt bei Christus. Das unterstreiche ich, das, was du letzten Endes gesagt hast. Natürlich wünsche ich allen, die selber auch Täter sind, dass so etwas gestoppt wird. Ich würde mir natürlich wünschen, dass du, also das wäre jetzt mal die menschliche Herangehensweise, dass diejenigen auch jetzt schon gestoppt werden. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn du sagst, aus Selbstschutz, nein. Such das Gespräch mit Menschen. Und wie gesagt, es gibt einen Weg raus. Und das ist ein Weg, den wir hier auch mit, oder eine Möglichkeit, die wir mit aufzeigen. Über dieses Thema soll nicht geschwiegen werden. Punkt. Und es wird nicht geschwiegen werden. Gott segne dich. Christus erfüllte Nation, das beginnt nämlich genau bei dir, wie wir das auch bei Cindy gesehen haben. Gott segne dich. Dankeschön.